Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Phantasmagoria. Wir sind in diesem riesengroßen und für die Leute eigentlich viel zu großen Haus und sind gerade in der Empfangshalle, wo wir mal dieses Ding hier anschauen wollen. Diesen Wahrsagerautomaten. Was zum Teufel war das? Okay. Eine Spielmünze. Was soll's, ich probier's. Das Böse wird zurückkehren. Okay. Das sind nie gute Voraussichten. Können wir den nochmal benutzen? Ah, keine Münze mehr, wie es aussieht. So, dann könnten wir hier hochgehen. Rausgehen und da oder da hochgehen. War da nicht vorhin auch was Rotes? Bleiben wir doch erst noch in der Halle hier. Wenn ich da lang gehe. Das ist immer wieder hier zurück. Okay. Verstehe. Dann, wo geht's denn da hin? Was ist denn das? Für ein komischer Raum. Okay, der ist auch abgeschlossen. Habt ihr keinen Universalschlüssel gekriegt? Mist, verschlossen. Oder sowas? Okay, wenn ich das anklicke. Ah ja, das geht auch noch anzuklicken. Da waren wir auch noch nicht. Da. Ah, Flaschen. Alkoholische Getränke. Eine können wir sogar anschauen. Die sticht auch ein bisschen heraus. Was ist das? Absinth. Willst du sie jetzt nicht mitnehmen? Ah. Oh, und sie geht sogar gleich weg. Okay, falls wir mal Absinth brauchen, wissen wir, wo das zu finden ist. Gut, dann lasst uns noch das Klavier anschauen. Kannst du spielen? Okay, das spielt von alleine. Naja, auch nicht schlecht. So, und das war's. Kamen wir jetzt von da eigentlich oder von da? Nee, ich glaube, da können wir noch reingehen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da haben wir auch noch mal eine Tür. Zappalot. Hier gibt es ja wirklich einen Haufen Türen, die abgeschlossen sind. Na gut, dann, da kommen wir ja wieder zurück ins Esszimmer, haben wir eigentlich nur noch die Möglichkeit, raus oder hoch zu gehen. Bleiben wir erstmal im Haus und gehen hoch. Ich frage mich, ob wir den Schlüssel erst finden müssen oder ob die tatsächlich... Also, dass der Schlüssel hier versteckt ist für die Türen oder ob die einen Zentralschlüssel bekommen haben, den wir allerdings jetzt halt nicht dabei haben. Was ist das da? Das kann ich benutzen.
Ja, dann schaut sie nach unten. Ja, eine ziemliche Halle. Okay, da geht's rein. Da geht's rein. Und da geht's rein. Wir haben also drei Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Und ansonsten scheint es nichts zu geben. Gehen wir doch erstmal hier rein. Ah, da. Das sticht mir doch gleich mal ins Auge. Was haben wir denn da? Sind es Tarotkarten? Ja, das sieht aus nach Tarotkarten oder sowas in der Richtung. Können wir allerdings, wie es aussieht, auch nichts manipulieren. Das ist jedenfalls, was wir die brauchen. Komm mal hierher. So, den Schrank können wir nicht benutzen. Da können wir noch wo hingehen. Das Bett können wir uns anschauen. Oder irgendwie was mit agieren jedenfalls. Ja. Und das war's. Auch nicht schlecht. Gut, jetzt sind wir ein bisschen ausgeruhter. Ach, aber wir sind noch hier. Was ist das hier? Spiegel? Man sieht zwar kein Spiegelbild, aber es scheint zu funktionieren. Was sonst noch was da? Schubladen vielleicht. Okay, da haben wir das hier. Ein Zettel? Ein Brief? Mein liebster Gaston, ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen, mein Engel. Es ist schon viel zu lange her. Lass uns ein paar Augenblicke für uns stehlen, wenn wir nächste Woche auf Soltans Fest sind. Wir treffen uns im Aussichtsturm, weg von all dem ausgelassenen Treiben. Mein Engel, wie ich mich nach deinen süßen Küssen sehne, nach deinen starken Armen, die mich halten, mich schützen. Oh ja, mein Geliebter, ich brauche Schutz. Ich fürchte, mein Mann beginnt etwas zu ahnen. Er beobachtet mich Tag und Nacht. Vielleicht können wir uns fortstehlen, fortlaufen. Für immer aus seiner Reichweite. Mein einziges Glück ist der Gedanke an dich, mein Engel. Für immer in tiefer Liebe, deine Marie. Okay, waren das die Vorbesitzer? Hört sich jedenfalls relativ alt an. Hm. Das ist dasselbe nochmal von vorne, oder? Mein ja, das braucht man nicht groß zu machen. Nun gut. Das ist wahrscheinlich einfach wieder das Bett. Ja, das brauchen wir uns auch nicht anzuschauen. Ja. Das war wohl das Teil hier. Alles klar. Gut. Badam, badam, da geht's weiter. Was haben wir sonst noch da? Da schauen wir doch mal dieses Bild an. Ob das diese Marie war? Könnte ich mir schon gut vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen. Okay. Kamin kann man nichts mitmachen. Ich glaube, das war's dann hier auch. Ah, nee, Moment. Da geht's auch nochmal weiter. In diese Ecke, okay. Schaut mal, sieht er das hier? Es sieht aus, als ob da vielleicht eine verborgene Tür sein könnte. Durch diese Ritze hier. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt auch noch täusche, aber warum sollte man sonst auch hierher gehen? Naja, wie dem auch sei, im Moment können wir hier nichts machen. Das sollten wir uns aber mal merken. Gut. Dann mal nichts wie raus und dann schauen wir mal diesen Raum hier an.
Hei. Das wird ja immer ausgefallen, ne? Okay. Setzt sie sich da wieder, wenn ich das anklicke? Ja. Das bedeutet wohl, wenn ich Sitzangelegenheiten anklicke, wird sie wohl immer sich draufsetzen. Schauen wir mal den Stuhl an. Setzt sie sich da auch? Ja. Wird es auch anders sein können? Sie setzt sich auch drauf. Okay. Schauen wir noch das Bild hier an. Das ist auch ein ganz schön heftiges Bild. Ob das dieser Ehemann von dieser Marie gewesen ist? Aber warum sollten die dann unterschiedliche Schlafzimmer haben? Naja. Dann gehen wir mal nach da hinten. Da haben wir was. Oh, was ist das hier? Oh, ein Ring. Sieht teuer aus. Könnte mich natürlich auch täuschen, aber ich würde sagen, ja, teuer. Nimmt sie aber nicht mit. Sonst gibt's da nichts. Was ist da mit? Ah, das ist nur wieder dasselbe. Es war nur ein Hotspot. Ich hätte gedacht, das wären vielleicht zwei Hotspots. So, dann schauen wir doch die Kommode hier an. Da ist auch noch was. Zigaretten. Pfui, Deivel. Das würde ich als allererstes in den Müll schmeißen. Naja, gut. Ist sonst noch da was? Nee, sie macht immer noch die Schublade auf. So. Gut. Dann haben wir hier noch das Bett. Den Teppich können wir nicht anschauen. Nee, dann schauen wir mal das Bett an. Wofür braucht ihr eigentlich ein Haus mit so viel Zimmern? So, erstmal draufgesetzt. Ach, jetzt legt sie sich hin. Okay. Und sie scheint einzuschlafen. Ne? Ja, das ist wirklich kein besonders schöner Traum. Ja. Auf das Bett? Don! Don! Würde ich mich auch nicht mehr drauflegen. Hey, alles okay? Das Bett hat nach mir gegriffen. Das Bett hat nach dir gegriffen? Ja! Yeah. Oh, beruhig dich. Warte hier, ich werde dir was zeigen. Nein! Beruhig dich endlich. Schau, alles in Ordnung. Nichts Ungewöhnliches. Meine Güte, diese alte Hütte regt deine Fantasie an, oder? Oh, Liebling. Ich muss zurück zur Arbeit. Beruhigst du dich jetzt bitte? Sicher? Okay. Keine Panik, hä? Okay. Ja, diese Träume sind nicht besonders schön und angenehm. Nein, auf dieses Bett legen wir uns jetzt nicht mehr. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Sieht nicht wirklich danach aus. Ich glaube, das müsste es eigentlich gewesen sein. Das ist ja auch nur wieder nach da hinten. Ja, genau. Alles klar.
Dann schauen wir noch den anderen Raum an. Einen haben wir ja noch. Und dann können wir noch nach draußen gehen. So viel zum Thema. Einen Raum haben wir noch. Da ist noch was, da ist noch ein Raum. Okay, es geht nochmal mit drei. Es gibt noch drei weitere Räume. Oder beziehungsweise der Flur geht hier weiter. Ah, das wäre die Dunkelkammer wohl. Hey, Liebling. Scheiße! Bist du okay? Ah, der Schraubenzieher, mehr nicht. Verdammter Abfluss! Lass mich mal. Ah, ich bin okay, wirklich. Weißt du was? Abflussreiniger müsste gehen. Haben wir welchen? Ich glaube nicht. Verdammt! Diese alten Rohre sind alle verstopft. Kann ich dir was helfen? Ja, kannst mir das Ding geben? Danke, Liebling. Ein Glück, dass nur ein Ding rumgelegen ist. So, wussten wir ja gleich. Naja, wir nicht, aber sie, welches Ding gemeint gewesen ist. So, was haben wir denn alles noch hier rumfahren? Ja, das sieht aus, als ob da nichts mehr viel gibt. Das da hätten wir noch. Da kann man wahrscheinlich Licht ein- und ausmachen. Mit. Wie heißt er eigentlich? Auf jeden Fall mit ihm können wir noch reden. Keine gute Idee. Es sieht nicht verstaubt aus. Ups. Ich sag doch keine gute Idee. Aber jetzt reden wir mit ihm. Wann bist du mit der Dunkelkammer fertig? Oh, wahrscheinlich in 2 bis 3 Tagen. Okay. So viel dazu. Dann sind wir mal so fies. Wir können nochmal mit ihm reden. Na, probieren wir mal. Don? Adrian, Liebling, lass mich arbeiten. Bitte. Okay, also John und Adrian. Alles klar. Zumindest das wissen wir jetzt halt. So, das war's. Jetzt probieren wir mal das da aus. Adrian, sei vorsichtig. Die Lampe ist noch nicht angeschraubt. Oh. Naja, so viel dazu. Na, lass uns mal einen anderen Raum anschauen. Wie wär's mit dem da? Oh, ein altes Grammophon. Das Bild können wir uns nicht mehr anschauen. Was ist das? Ein Folterstuhl. Ach du Schande. Da ist nochmal ein Spiegel. Spiegel gibt es ja auch relativ viele. Und man kann jeden benutzen. Ansonsten scheint es hier nirgends mehr hinzugehen. Alles klar. Okay, dann würde ich aber mal sagen, machen wir für diese Folge Schluss. Und in der nächsten Folge schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!